Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Probieren wir es halt, ne? Aufpassen, dass ich denn jetzt nicht versenke hier. Alles gut, fahr los. So, da um die Ecke ist es. Da sind schon die Hosenfurzer. Wir sehen sie, wir sehen sie, wir sehen sie. Aber sie sehen mich nicht. Sie werden mich nur gleich spüren. Meine Kugeln, genauer gesagt. So, los geht die Party. Die Drohne ist oben. 1, 2, 3. Mit Maschinenpistolen. 3. Markiert doch nichts. 0, 2, Leute. Ich sehe einen Hauptmann. Das macht 5. Oh, da sind ein paar Spacken unterwegs. Aber das geht schon. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Sekunde, geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Aber ein Treffer an. Okay, wir haben sie aufgeschreckt. Einer ist noch da. Depp. That's it. Locker, zackig, flockig und effektiv. Das auf Extreme. So, oh nö. Oh nö, der raucht. Das ist aber nicht gut. Ich bin der Pilot. Wie weit? Schauen wir, ob ich da ankomme. 5, guck, da komme ich nie im Leben an, Leute. Nie im Leben. Weil überall ist diese scheiß Flak. Das ist mein Problem hier. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Nie im Leben. Ich könnte ja wenigstens so hoch wie möglich, aber das glaube ich wird auch nicht funktionieren. Na, probieren wir es halt, ne? Der ist überall flack, das ist mein Problem. Wow, die Kiste raucht gewaltig, dann fliegt der auch nicht mehr so gut, merke ich gerade. So, ich versuche Höhe zu gewinnen, in der Hoffnung, dass mir dann diese Flugabwehr nicht registriert. Wir müssen sowieso rauf. Das funktioniert vielleicht sogar. Oh yes. Die raucht zwar, aber fliegt nur das Ding. So, und mit der Kiste soll ich jetzt landen. Holla Trio, guten Morgen. Mitten ins Gewitter rein. Also die Grafik, muss ich sagen, Wahnsinn. 75 Frames habe ich hier. Alles Ultra, Max, Full HD. Dead Rocks. So, so hoch brauche ich eigentlich gar nicht. Wir fliegen jetzt mitten in den Sturm da rein. So, und da soll er jetzt landen. Mein Gott, morgen, das kann das werden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße einfach nur. Wow. Wow. Wow, läuft, läuft. Steigen wir lieber aus, bevor es da hier kracht. Mission accomplished. Like a Pro. Was ist das denn? Ah, da hat es einer nicht geschafft, offensichtlich. Ich war das nicht, aber... Das ist nicht mein Flieger. So. Könnt ihr aber hier Schnellreise machen, weil ich bin ja jetzt am Arsch der Welt, sozusagen. Ne? Da will ich ja gar nicht hin. Gibt es irgendwo Futter? Haben wir Erste Hilfe? War da was mit Futter? Ja, hier. Ich versuch's mal hier Schnellreise her. So, Moment.
Pues, pues. Ya me picó el mosquito. So, dann. Wo ist Futter? Da war das Futter. Der ist natürlich jetzt abgehauen. Das ist gar nicht umsonst hier. Kacke! Nirgends Futter. Wer bist du, der Geäschte? Essen Mangelware hier, oder wie? Na dann, haben wir sie wieder in unser Gebiet, der. Mal die Antenne da. Nebenaufgaben wiederholen, zufällig kommen, aber mit denen stärken wir die Rebellen, was wiederum ja mir hilft, ne? Kann ich zu Fuß gehen. Alle mal stehen bleiben, es sind Gegner in der Nähe. Markiere einen Hauptmann und das macht er. Brauche neue Munition, die Position wechseln. Ziel erfasst. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Bereit, auf deinen Befehl. Erledigt. Alles okay, alles okay. So, das sind zwei Sender, den und ein anderer. Wir sind Tier 45. Stufenaufstieg. Die Schwierigkeit Arcade ist im nächsten Tier nicht mehr verfügbar. Die Schwierigkeit wird standardsgemäß auf normal eingestellt. Du kannst mich mal, wir spielen auf extrem, Junge. Normal ist für Kinder und Arcade für Babys. So. Segelflieger sind immer geil. Oh ja. So, aber ich schaue jetzt nochmal nach, weil ich will schon extrem. Ja, extrem, nix da, ey. Normaler Kade, ey. Wir sind doch hier in einem Kindergarten. Sieht mal gar nicht sowas. So, was haben wir hier? Können wir so aufhören? Wieso habe ich nicht Essen? Ich habe doch gerade Futter gekriegt, ey. Wen frisst mir das wer weg hier, oder was? So, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss schnell zum zweiten. Nachdem ich das gemacht habe. Zur nächsten Antenne, schnell. 1,5 Kilometer... Ah, nehm ein Jeep am besten. Mit dem kann man wie ein Schweinchen fahren. Mit dem Motorrad haut's mir sonst nur auf die Fresse. So, Jungs, kommt rein, 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 rein. Hab's eilig. Du fährst das Ding besser nicht. Wir müssen links rüber. So. Ich nehme eine Abkürzung. Weil wir haben es eilig. Wie gesagt, wir haben es eilig. Dreh dich! Noch eine Abkürzung. Noch eine Abkürzung. Noch eine Abkürzung. Wir haben es wirklich eilig. Eine Zeitmission. Da kann man nicht rumdrödeln. Sehen würde das echt nicht schlecht sehen. Wir sind gleich da. Jungs, ihr schießt mal die sofort um dann, ne? Wir haben schon die halbe Zeit verbraucht. Ja, ich beeil mich ja, Alter. Ich fahr mitten durch den Dschungel, falls nicht auffällt. Feuer. Oh, Scheiße. Verstanden. Feuer, Feuer, Feuer. Oh. Das sind ja nur ein paar. Oh, läuft. Danke, Jungs. Habt ihr fein gemacht. Ich bin sauber. Aber auch geil okay? Gefahren durch den Dschungel. Das muss ich schon sagen. Super. Jetzt können die Sicarios keine Rebellenposition mehr senden. Rebellenablenkungs-Countdown geht runter. Das haben wir super hingekriegt. So. Sind die nur im richtigen Gebiet? Sehr schön. Dann würde ich sagen, erste Hilfe könnten wir uns gerade. Oder dahin. Ne? Mach mal das da. Fertigkeitspunkt.
Abkürzung wie immer. Wir müssen über die Brücke rüber, rechts ist Unidad. Schnell vorbei da. Können wir mit denen jetzt nicht anlegen hier. Ist ja falsch gefahren. Ja, die lassen mich sogar in Ruhe, wenn ich nicht aufführe. Wow! Da steht der Bodenpanzer. Da. Könnte man sich ausleihen, aber lassen wir mal lieber. Ah, dann nehmen wir die Abkürzung. So, da, ich weiß, da ist Wasser, darum steige ich aus. Die Kollegen müssen leider schwimmen. So, das sind Unidad Stützpunkt, glaube ich. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Oder zumindest sieht es so aus. Oder? Ach, was sind da? So, haben wir sie mal um. Oh, nee, ein Jammer. Fuck! Okay, das wird, das wird eine Aktion jetzt. Seh nix, muss da rein. Ist da einer? Scharfschütze im Turm. Er ist weg. Alles gut, alles gut. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Jetzt ist weg. Hab den Alarm ausgeschaltet. Bis jetzt läuft's. Ist keiner. So, nicht besetzt hier. Hey, wir haben einen Narko mit MP. Ja, markieren, markieren, Biber. Dass da einer drin ist. Das scheiße. So, wir müssen dahin. Alles andere ist kein Problem. Den Alarm werde ich ausschalten. Hammer. Der Alarm ist deaktiviert. Scheiße. Ruhe. Wir haben ein Sicario mit MP. Markieren bitte, Junge. So. Gehen die auf alte Autoreif? Da müssen wir rein, da ist unser Waffenslot. Oh, scheiße. Kommt man entgegen? Ich hab den gar nicht gesehen. Wisst ihr, wo die sind? Oder drin? Hey, wir haben einen Narko mit MP. Wo hast du sie? Dicht beim Reifenstapel. Aha, da hinten, ja, das ist mir egal. Da ist deine Kartellauszeichnung. Wir müssen darauf. Ich sehe noch einen Tango. Hab noch einen Tango. Kann dich sehen, warte. Pedro!
Oh, scheiße. Da oben ist er, ne? Da muss ich aufpassen. Hier sind ein paar Narcos. Drüben beim Checkpoint. Wir haben sie aufgescheucht. Shit. Komm da nicht vorbei, ey. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Das merke ich. Hab bei den Ritt. Ja, scheiße. So schnell kann ich eine Verstärkung rufen. Ey. So, retzt mich, ballert den ab. Wir holen uns das da oben und Abgang, ne? Lecker, zackig, flockig. Gehen wir mal. Alter, ich hab den Alarm doch abgestellt. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo ist denn da noch Alarm? Ich hab den doch abgeknallt. Den dritten Alarm oder was? Das ist so eine Kacke. So retzen, Jungs. Heute. Ja, ich komm zu dir. Na, was jetzt? Ah, verdammt, das war knapp. So, wo ist der Scheiß jetzt? Nur mehr oben, oder was? Ne, da. So, das haben wir. Schauen wir mal. Sonst habe ich hier eh nichts. Das heißt, wir können abzischen. Mal dahin. Wir müssen hier nur raus. Was jetzt aber nicht so leicht ist. Ja, ist scheißegal eigentlich. Hauptsache, wir haben unseren Fertigkeitspunkt. Den Rest kannst du scheißen. Es ist egal. Irgendwo starten wir schon. Fertigkeitspunkt haben wir also. Gespeichert ist er so mit Wayne Train. Sogar ganz praktisch, weil dann habe ich wenigstens mehr Ruhe und bin da draußen. Also taktisches Sterben ist nicht so blöde. So weit da. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!